Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zum Dyson Sphere Programm. Ich denke mal, wir machen hier nochmal... Wir zerstören unseren Bass, den wir hier am Laufen hatten. Weil hier ist noch relativ viel Eisen, das ich ganz gerne haben würde. So, bauen hier davon direkt mal ein paar neue. Dann wollen wir das in Magnete schmelzen. Das heißt, wir brauchen ein paar Schmelzer. Nicht Storage. Wir brauchen ein paar Schmelzer. Ich denke mal, wir machen das etwas außerhalb. Hier zum Beispiel. So, du machst Magnete. Copy und... Ich glaube, das ist irgendwie auf englische Tastaturen ausgelegt. Ich weiß nicht genau, wie ich das... die Tasten funktionieren so bei mir nicht. Aber was soll's. Oder vielleicht mache ich was falsch. Das kann natürlich immer auch sein. So, bis hierhin. Und Strom für euch. Da kommt das Eisen. Und dann ziehen wir die Bells hier wieder rüber. Theoretisch können wir das noch erweitern, wenn wir das wollen würden. Was wir wahrscheinlich dann tun irgendwann. Hallo? In Ordnung. Wofür der genau ist, weiß ich nicht mehr. Und das Ding hier ist mir auch eher etwas... Ich denke mal, das werden wir dann wieder abreißen. Ach, Input braucht er auch noch. Wer hätte das gedacht? So, wie schnell seid ihr? Nicht so schnell. Okay. Egal. Wir brauchen auch generell noch mehr von den Dingern hier. Die sind alle. Von dem her werden wir irgendwo einen Splitter hinbauen. Aber erstmal muss ich einen Splitter haben. Beziehungsweise wir nehmen direkt einfach die 10 raus. Man kann immer Splitter brauchen. Ja, mach das mal. Ich weiß nicht, ob das... Passt das so? Nee. Das geht nicht. Was ist, wenn wir den... wenn wir den ein bisschen... früher bauen? Das geht nicht. Ärgerlich. Okay. Weißt du was? Dann machen wir... hier einfach ein bisschen eine Detour. Ich würde all die Dinger gerne weghaben, aber ich glaube nicht, dass das so einfach möglich ist. Ich glaube, wir hatten die Magnete in normalen Assembly Machines hergestellt. Und da brauchte man dafür, glaube ich, noch Kupfer. Wenn ich mich jetzt hier recht erinnere. Ganz genau. Und zwar zwei Magnete, ein Kupfer. So, dann hierhin. Und Kupfer bringen wir von hier raus, denke ich mal, ne? Sowas um den Dreh. Oder wir bringen das Kupfer hinten rein. Ich denke, das ist fast besser. Problem ist, es skaliert jetzt wieder nichts. Doch, ne?
Das skaliert wieder nicht so richtig. Okay, die Forschung ist durch. Dann forscht mal am nächsten. Require reinforced thrusters. Damn it. 1600 rote. Naja, was soll's. Muss man durch. War klar, dass es da noch irgendwie nicht so einfach läuft. Moment mal, das haben wir verbockt hier. So. Geh mal hier rein. Okay, und du bist da. Dann haben wir Inputs. 1, 2, 3, 4. Ebenfalls. Und dann bringen wir den Output wahrscheinlich hier außen raus. So, wir brauchen noch ein bisschen was an Strom gleich. Und zwar für hier. War dieser Wald hier. Ekelhaft. So, dann du musst jetzt hier hoch. Und zwar so. Ich hoffe, das ist richtig. Müsste aber passen. So. Ja, die roten Dinger, das dauert noch ein bisschen. Ich denke mal, wir brauchen dann auch nochmal. Wir müssen die Dinger wahrscheinlich auch herstellen. Das heißt, die Thrusters, die wir hier unten herstellen, werden so oder so gebraucht. Naja. Am Anfang wohl nicht viele. Okay, da haben wir die Magnete. Weil wir brauchen eine höhere Produktion von den Dingern hier. So viel ist sicher. Ja. Okay, gute Sache. Dann müssen wir theoretisch die Produktion von euch auch nochmal erhöhen. Hallo? Warum willst du hier nicht? Lack of item. Okay, das können wir beheben. Kein Problem. Wie wär's hier? Ja, die Roten sind jetzt stark am Arbeiten. Alles andere steht glücklicherweise einigermaßen still. Was auch okay ist. So. In- und Output. Einmal so. Ui. Lack of item, damn it. Dann holen wir uns da nochmal welche. Und du auch. Fantastisch. Ich muss ein bisschen hin und zurück. Oh. So. Strom haben wir auch nicht mehr so viel. Stellen wir noch ein bisschen was her. Okay, Magnete kommen raus. Sehr gut. Momentan staut sich da alles. Genau so, wie es sein soll. Dann wollten wir die Dinge herstellen. Das Problem ist, die haben wir nicht mehr erforscht. Wird schwierig, was herzustellen, wenn man es nicht erforscht hat, nicht wahr? Dang it. Und das ist auch ein relativ teures Ding.
gerade was die Roten anbelangt. Und wir brauchen es nicht unbedingt dringend. Ich meine, wir können es auch ohne die Forschung schon mal andenken. Made in Assembler, okay. Also, wir brauchen die Dinger hier. Wir brauchen die Magnete. Und wir brauchten noch etwas Graphite. Das wird, ne, das ist für die Stromversorgung. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt abzwacken. Guck mal, ob wir sonst irgendwo was finden. Wir könnten es von hier noch nehmen. Von da. Weil da scheint die Produktion gut genug zu sein. Momentan. Nehmen den da weg. Der hat einiges an Titan drin. Kriegt auch immer ein bisschen Titan vom Steine. Vom Steine crushen. Schmeiß. Wo ist das Zeug? Das kannst du reinschmeißen und das da. Oh, ich beides nicht mehr. Dann. Das Zeug kann da verbraten werden. In Ordnung. Ja, die werden in Assembler gemacht. Das haben wir vorhin bereits gesehen. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht verrutsche. Warte mal, vielleicht mache ich das erst so. Und du bist... Warte mal. Machen wir das kurz da und der kommt dann hier hin. Ich glaube, einer reicht. Das kannst du erstmal wegmachen. Das passt schon so. Das brauche ich eigentlich momentan auch nicht. Die brauchen wir. Und die brauchen wir. Warte mal. Wir müssen auf 3. Echt? 2 geht nicht. 2 reicht nicht. Okay. Dann mach das so. Und bis... Na, da ist der Pol im Weg. Wobei, das ist jetzt hier auch eher etwas ungünstig. Was ist auf dem Belt hier? Ach, das sind die Graphite-Dinger. Huh. Was kommt da? Das sind die Magnete. Wir können auch einfach auf der Seite durchgehen. Das wäre vielleicht ein Ticken einfacher. Da, bis da. Und dann runter. Das ist sogar noch etwas höher. Fantastisch. Boah, die Forschung dauert Ewigkeiten. Sollen wir das hier dazwischen schmeißen? Wobei, das wird wahrscheinlich auch Ewigkeiten dauern. Guck gleich mal, ob wir vielleicht die Forschung noch etwas boosten können, aber... Ich vermute, die Antwort darauf wird nein sein. So, als letztes brauchen wir noch das Graphite. Das kommt von... Boah, das ist ziemlich weit weg. Das hier wäre halt viel näher, ne? Und die Produktion hier reicht auch nicht aus. Wir haben schon wieder zu wenig Strom. Damn it. Ich denke, ich sollte das hier erhöhen. Nein, warte, das ist
komplett verrutscht. So. Lack of item, okay. Können wir. Wir können bestimmt noch mehr Smelter herstellen, oder? Jawohl, okay. Gib mir noch ein paar Smelter. Na komm schon. So. Und dann gehen wir in diese Richtung weiter. Heißt, wir brauchen den Belt von hier. Ich ziehe den mal so hin. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Die Jungs brauchen jetzt ein bisschen, bis sie das Ganze aufgestellt haben. Aber das sollte unsere Graphite-Produktion ordentlich boosten. Was unsere Stromversorgung fixen sollte. Und vielleicht haben wir dann sogar noch ein bisschen Überschuss, um das darüber zu bringen. Wobei, eigentlich sollte ich es von der linken Seite nehmen. Das wäre besser. Nichtsdestotrotz, die Stromversorgung muss so oder so gefixt werden. Von dem her, das muss passieren. Hallo. So, mach das dann noch fertig. In der Zwischenzeit ziehen Input. Die Kohle kommt. Brauchen wir noch ein bisschen was an Strom. Läuft. Und ich hoffe, das verdoppelt unsere Graphite-Produktion. Wie sieht es stromtechnisch aus? Wir sind bei 50%. Bis auf die hintersten zwei arbeiten alle. Ja, jetzt kommt schon einiges mehr. Ich denke mal, wir müssen die Stromversorgung aber noch ein bisschen erweitern. In der Zwischenzeit kann ich hier mal gucken, ob wir hier noch irgendwie einen Splitter reinmachen können. Ich denke, das müsste gehen. So, du da rein. Und ich denke, das können wir hochziehen. So, jetzt ist die Frage, machen wir einen Priority Output hier? Ich denke mal ja. So, der ist ganz unten. Okay. Ja, bis zur Kohle kommen wir nicht. Oder wir kommen schon bis zur Kohle, aber das wird jetzt ein Spaghetti-Haus. Vom Übelsten. So, ich denke mal, wir machen das ungefähr um den Dreh. So. Ist mir lieber, anstatt das von der Stromversorgung abzuzwacken. Ich glaube, das würde uns später nur wieder Probleme bereiten. So, kommen wir es durch bis ganz hinten? Ich denke mal, wir bauen hier noch einen hin. Ist das die richtige Höhe? Ich bin mir nicht sicher. So. Dann kriegst du einen langsamen Inserter da und einen langsamen Inserter da und bist hoffentlich zufrieden. Oh. Ha. Da ist noch die Kohle.
Also gewisse von euch laufen mit Graphite und die anderen laufen mit Kohle, so wie es aussieht. Der ist jetzt einfach verdreht. Sollte aber eigentlich keine Rolle spielen. So, ja, das müsst ihr noch zu Ende bauen. Ich denke mal, vielleicht können wir hier noch mal ein paar mehr bauen. Ein Slack of Item, dammit. Ja, fehlt Eisen, ich sehe es. Egal, schließen wir. Ja komm, wir holen uns Eisen. Dann machen wir so richtig. Aber das Ding hier ist... Es dauert Ewigkeiten. Es dauert Ewigkeiten. So, gib mir das. Beziehungsweise... Ach komm. Nehmen wir direkt zwei Stacks mit, warum nicht? Wir haben sie ja. So, hier können wir uns aufladen. Hey, komm. Brauchen wir nicht. Brauchen wir momentan nicht. Ach, sag mir bloß, ich habe keine Bells mehr. Doch, ich habe noch Bells. Warum wird das nicht aufgebaut? Weil meine Drohnen nicht da sind. Da sind sie. Okay, gut. Ich dachte schon irgendwie, ich hätte keine Fließbänder mehr. Warte mal. Das machen wir schnell. Eins, zwei, drei. Na kommt. Kriegen wir mehr Drohnen? Ich muss nachher mal gucken, ob wir mit den Upgrades irgendwie noch eine zusätzliche Drohne bekommen können. So, dann haben wir noch drei Inputs. In Ordnung. Schauen wir uns mal kurz hier die Upgrades an. Communication Control. Plus One Construction Drones. Ja, ist sogar nicht mal so teuer. Aber ich denke, die Forschung ist jetzt wichtiger, als dass wir das hier zwangsläufig brauchen. So, jetzt haben wir zu wenig Kohle. Was ja eigentlich ein gutes Luxusproblem ist. So, ich stelle mich mal hier hin. Dann laden wir den Kern wieder auf. Stromtechnisch sieht es immer noch schlecht aus. Aber es ist nicht mehr so übel. Nun gut, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break. Beim nächsten Mal. Ich denke, ich werde jetzt offscreen ein bisschen forschen lassen. Also ich werde das hier durchforschen. Dann werden wir wahrscheinlich das hier durchforschen. Und vielleicht sogar noch das hier. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Weil, ja, die Forschung ist jetzt momentan so ein bisschen das Bottleneck. Und dann müssen wir jetzt halt einfach warten. Weil ich glaube, die Forschung hoch zu boosten wird nicht ganz so einfach werden. Vielleicht können wir das auch machen in der nächsten Episode. Mal gucken. Je nachdem, wie schnell es geht. Aber gut, meine Lieben, das war es erstmal mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt gesund, euer Northgate.